Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich erzähle euch heute, wie es weitergeht mit der Arbeit in der Woods. Fangen wir an. Hallo, Jotito. Als ich die Treppe hinuntergekommen war, wartete Master Corallis bereits auf mich. Ich erzählte ihm ausführlich, was passiert war, aber er nickte nur und meinte, er ist nicht tot, er kann nicht sterben. Ich fragte ihn daraufhin, was es mit dem Tagebuch auf sich hatte. Im Tagebuch steht das Leben eines anderen. Jetzt hatte ich noch eine einzige Frage. Wo waren die Dorfbewohner hin? Er hat sie mit in sein Versteck genommen. Vielleicht findest du etwas, wenn du weitersuchst. Jetzt wollte ich noch wissen, ob es noch einen sicheren Ort in diesem Wald gäbe. Nein, den gibt es leider nicht. Nachdem ich alles erfahren hatte, machte ich mich auf den Weg zurück zum Unterschlupf, denn ich wusste nicht, wo ich sonst hingehen sollte. Ich beschloss, eine weitere Nacht darüber zu schlafen. Das war's mit der 8. Folge von Alive in the Woods. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut doch beim nächsten Mal wieder vorbei.